Hey ho und willkommen zurück zu Animal Crossing Happy Home Paradise. Ein neuer Arbeitstag steht an und jo, wie teuer ist denn das Edelding? Ja, crazy. Gut, auf jeden Fall, wir kaufen uns hier auch noch das Sci-Fi-Menü. Ich glaube, den Rest sollten wir haben. Mal gucken, wie viel kostet der. Ja, komm. Das lassen wir jetzt erstmal lieber. By the way, ich glaube, mit ihm kann man sich immer mehr und mehr anfreunden. Deswegen mittlerweile, okay, gerade hat er sogar guten Abend gesagt. Jetzt ist er anscheinend schon genervt von mir. Aber ich kann es gut verstehen, dass meine Arbeitsgruppe ein bisschen genervt von mir ist. Ich meine, ich komme gefühlt jeden Arbeitstag mit einer anderen Frisur gerade an. Aber gut, das ist meine jetzige. Sehr, ich sag mal, interessant. So, wen gucken wir denn? Ich sehe mich in einer Hütte auf einem Berg. Oh ja, sehr cool. Auch Berge, okay. Aber Plateau kommen, glaube ich, nicht dazu, soweit ich das weiß. Privatstraße, oh, Campen. Und ein Popstar, alright. Nee, Leute, Erik ist einfach mega cute und deswegen möchte ich mich mit ihm hier unterhalten. Ich hatte einen Traum, da habe ich jemanden getroffen, der wie dich, wie du aussahst. Und der Ferienhaltus. Ach, Moment, bist du das etwa? Hallo erstmal. Da fällt mir ein, ich möchte ein Ferienhaus. Kannst du mir helfen? Klar, überlass alles weitere mir. Ich liebe dein Theme. Und wir starten rein direkt in einen neuen, feinen Auftrag. Wieder am Abend. Oder im Hintergrund sieht man wieder zwei, drei Bewohner von uns. Okay. Oh, hehe, das ist toll. Ich habe mir gedacht, es wäre ganz doll knuffig, wenn mein Ferienhäuschen in etwa so aussehen würde. Erik. Berghütte. Das kann ich mir super gut vorstellen. Rustikal, draußen ein bisschen Holzfäller und so. Mir gefällt das Konzept ebenfalls sehr gut und es hieß ja auf dem Berghütte, genau. Das heißt, es muss irgendwo auf einem Plateau sein. Ah, da wäre eh Grundstück schon mal nicht schlecht. Ich habe ja auch gesagt, wir gehen heute auf jeden Fall auf Herbst. Ah ja, guck mal, das ist doch super, oder? Da ist sogar ein Berg zu sehen. Ja, ich glaube, das wird es tatsächlich. Wir gucken nur noch schnell. Obwohl, im Wald wäre es eigentlich auch nicht schlecht. Ja gut, aber hier haben wir halt leider keine Berge. Mhm. Das sieht auch cool aus. Ist, glaube ich, auch oben. Aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich dafür. Oh wow, das sieht ja auch hübsch aus hier alles. Mhm. Ja, das hier würde es auch noch geben. Ach, hier sieht man sogar, das ist auch auf dem Berg. Genau. Nee, aber ich muss sagen, genau, wir wollten ja sowieso in den Frühling gehen. Dann, ja, obwohl... Ach, ich denke mal, Kirschblümchenbäume kann man jederzeit machen. Sorry, Leute, ich glaube, finde ich das jetzt doch. Ich finde das doch noch ein bisschen schnuckiger, ein bisschen cooler. Deswegen, da soll es hingehen. Oh, fein, ein toller Platz. Ja, das freut mich doch. Wir bringen ihn natürlich dahin und damit nochmal willkommen zurück. Happy Home Paradise. Nun offiziell zu einer weiteren Folge. Unser 11. Ferienhaus, glaube ich, ist es. Steht schon an der Reihe. Unten werde ich nur Bäume platzieren, so viel steht schon mal. Ui, hier wird mein Ferienhaus so aussehen. Ganz, ganz wirklich. Das sieht knuffig aus. Fein, fein, dann lasse ich dich mal machen. Ne? Ich mache eine Snackpause so lang. Alright, und ich weiß auf jeden Fall schon so ein paar Sachen, die ich machen will. Moment, ich will erstmal den Einrichtungsmodus. Und, ups, den Kamin. Weiß ich gar nicht, ob ich den hier haben will. Nee, wir wollten tatsächlich jetzt mal in den Frühling. Wir haben ja schon ein Ferienhaus erst auf dem Frühling basierend gebaut. Und deswegen, genau, machen wir das doch jetzt. Oh, jetzt fliegt es auch hier so ein bisschen rum. Das ist cool. Die Jahreszeit, so ein schöner Sonnenuntergang. Aber so ein leichter, ne, weil das ist schon too much. Ja, den da finde ich gut. Und man kann es regnen. Nee, schön die Sonne, kann schon bleiben. So, und jetzt bin ich gespannt. Nope, das wollte ich nicht. Was wir denn hier so an Bäumen reinstellen können. Also ich möchte auf jeden Fall ein paar Nadelbäume. So viel schon mal steht schon mal fest. Und dann würde ich gern eigentlich noch einen Bambus, wenn das möglich ist. Ja, das ist halt doof, ne? Man darf ja Plateaus auch hier gar nicht bearbeiten, aber das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. So vielleicht. Ja, die Obst, das wollte ich nicht. Moment nochmal. Ich wollte es eigentlich in diese verschiedenen... Wachsebenen, wie geht denn das nochmal? Ah ja, hier. Ne, den würde ich hier gleich am Anfang auf jeden Fall so lassen. Jetzt ist halt die Sache, auf der Seite passt halt dann keiner mehr hin. Weil die halt einfach so unfassbar viel Platz brauchen. Hier auch nur zwei, okay. Na gut, dann aber auch natürlich versetzt. Geht ja, ne? Ah ja, guck mal, so weit kann man die sogar versetzen.
Gut, dann lassen wir die Bäume so, den vielleicht ein bisschen kleiner, damit man den Rest sehen kann, so. Okay. Passt doch, passt super. Natürlich auch kein Weihnachten, so viel ist schon mal logisch. Ich muss sagen, so eine kleine Kaminecke finde ich jetzt eigentlich doch ganz cute. Es hieß ja Berghütte, ne? Ah ja, dann sollte ich vielleicht als allererstes mal hier mich darum kümmern. Also es sollte auf jeden Fall das hier sein. Und Fassade gibt es doch, soweit ich weiß, ja genau, Holz. Na super. Und drüber vielleicht ein bisschen Stroh. Ah ne, das hier auch. Braunes Holzdach. Jawohl. Dann natürlich, ja, die Tür passt eigentlich. Und wir machen so ein. Ja, perfekt. Das passt super. Oh, ich mag Erik sowieso. Er ist ein ganz cooler Charakter, muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, Baumstamm oder... Na, lieber das hier. Ich sehe gerade schon, dass das nicht so ganz parallel hier wird. Aber ist ja nicht so schlimm. So, was machen wir denn an Wegen? Das muss ich mir jetzt gleich mal überlegen. Ich glaube, bei ihm kann ich mir tatsächlich mal die Mühe machen. Und hier, ups. Aber ich möchte, genau, 2 machen. Perfekt, passt hier auch. So. Dann machen wir weiter mit dem hier. Das ist halt jetzt ein bisschen doof, aber... Naja, wird schon passen. Weiter geht's. Ups, nein. Oh Gott, jetzt habe ich alles mich komplett verdrückt. Weiter geht's damit. So. Und natürlich auch hier dementsprechend. So, und jetzt immer schön nur auf X die Finger. Mehr nicht, bitte, danke. Hier brauchen wir das tatsächlich gar nicht. Das heißt, wir machen hier den hier. Ja, wenn man die richtigen Tasten drückt, dann geht das ja eigentlich ganz flott. Das ist die Frage. Ich glaube, ich werde das bis... Nee, bis hier machen. Okay. Weiter geht's dann mit dem hier. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. So. Alright. Und jetzt den linken. Genau, aber den brauche ich da ja gar nicht. Oh ja. Also das bei seinem Ding finde ich schon mal super cute. So, ich habe es halt jetzt irgendwie hier unten ein bisschen verkackt, weil ich nicht wusste, wie weit das Ganze gehen wird. So. Jetzt schaut es noch komisch aus, aber mit dem sollte es jetzt passen. Perfekt. So, und jetzt irgendwie eine Berghütte, ne? Jetzt gucken wir doch mal. Was haben wir denn erstmal bei ihm? Ja klar, diese ganzen Holzgegenstände. Ich würde sagen, er kriegt hier auf jeden Fall so ein Bett mal. Ja, jetzt ist die Frage, ich hätte das Ganze auch nochmal eins verschieben können. Nee, das finde ich echt gut, wenn es hier mittig steht. Dann kann man da noch hinlaufen. Und so eine Mauerwerkküche finde ich eigentlich auch ganz toll. Ja, ich sehe halt bloß nichts, ne? Und wir machen auf jeden Fall den Zaun. Oh, okay, da passt gar keiner. Aber hier passen 3. Und bitte hier auch. Jawohl, es wird symmetrisch, das mag ich schon mal. vielleicht hier hinten so. Und auf derselben Höhe. Ich hoffe, das hat gepasst. Mhm. Passt soweit. Alright, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn? Eine Bank vor den Kamin. Oh ja, er liebt das. Das freut mich doch. Vielleicht doch so. Ja, so ist ein bisschen besser. Dann, Brot. Hierhin, perfekt. Alright, passt doch alles. Also mir gefällt's. Genau, dann wollten wir ja ein paar Holz zum Hacken. Eine Axt würde ich auch, wenn das möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob man das darf hier. Ich glaube, es gibt tatsächlich keine Axt. Oh mein Gott, Wanderschuhe, wie cool. Aussichtsfernrohr. Das kann... Hier zwischen. Ja. So. Alright. Jetzt müssen wir nur noch unten eigentlich was. Ich würde sagen, hier machen wir ein mini-mäßiges Blumenbeet. Den Schlafsack, den kann ich auch mal kurz noch benutzen. Der kommt dann einfach... Nee, hier sieht man den ja gar nicht. Hier hin. Findet er aber auf jeden Fall auch gut. Den Skiständer. Oh mein Gott, wie cool. Und dann hier hin. Klar, passt besser im Winter, aber hoffentlich kriegen wir da nochmal einen Klienten zu. Würde ich auf jeden Fall fühlen, das auch noch zu machen. Okay, und jetzt wie gesagt mal kurz gucken. Was haben wir denn an Blumen? An passenden Blumen. Ich würde tatsächlich bei natürlichen bleiben. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Anemone. Die rote Anemone. Und ich weiß nicht warum, aber die hier irgendwie passt mir auch noch.
Genau, und jetzt bitte daneben die hier dann. Perfekt. Dann duplizieren wir die und packen jetzt darüber. Ist ein bisschen umständlich, aber ist ja nicht schlimm. So, oder ich mach's symmetrisch wieder. Genau, achsensymmetrisch. Glaube ich. So. Dann die hier noch. Ah, wisst ihr was? Diesmal mache ich es mir einfacher. So, hätte ich gleich so machen können. Und dann muss ich halt die zwei nur noch vertauschen, aber geht trotzdem einfacher, als jetzt die komplett übers ganze Feld drüber. Oh, was habe ich jetzt verkackt? Nee, das war schon richtig so. Ja, gut. Dann ist ja alles supi, gut. Jetzt fehlt uns hier noch, oh ja, der Bär. Ich habe eine Idee. Wir haben nochmal so einen Bären bekommen, so eine Bären. Ah, die war aufs Eis. Die passt jetzt eher weniger dann, wenn ich recht habe. Scheint leider so. Das hier hat auch keinen Platz, ne? Ah, wir können es hier unten hinstellen. Dann kann man hier so ein bisschen durchlaufen. Hier kommt noch ein kleiner Busch hin. Natürlich. Oh, Kartoffeln. Ach, das geht jetzt sogar. Ah ja, okay. Natürlich hat er perfekt die gemacht. Und er baut. Er ist ein Kartoffelbauer, habe ich gerade beschlossen. Die wird mal nur so. Und die wird ein Zweier. Ah, come on. So. Sehr gut. Und was ich auf jeden Fall noch drunter legen würde, ist die Schwarzerde. Wie eigentlich immer. So. Ah ja, genau. Und jetzt wollte ich ja hier noch gucken. Gibt es hier bei Sonstiges vielleicht das, was ich mir denke? Nein. Aber was es gibt, habe ich gerade gesehen. Es gibt wieder die Ranken, die ich jetzt endlich mal wieder benutzen kann. Nee, so wollte ich das nicht. Hä? Nee, hä? Warum geht denn das nicht direkt an die Wand dran? Naja, auf jeden Fall können wir noch sowas hier benutzen, weil das passt ja hier so perfekt. Naja, das mache ich auch auf der anderen Seite dann. Oh ja, das hier auf jeden Fall. Ja, und dann denke ich mal, passt es schon. Wir haben zwar noch, ja, aber wir haben noch zu viel freie Fläche. Was kann man denn hier noch hinstellen? Noch so ein Steinofen. So. Ah, das ist mir auch zu nah dann. Den tun wir jetzt einfach hier hinterstellen. Dann ist nämlich die Schose hier schon fertig. Alright. Und hier fehlt jetzt halt noch die ganze Ecke. Pavillon, ja, dachte ich mir schon, passt hier jetzt eher nicht. Seifenblasenmaschine darf ich jetzt auch nicht überall räumen, weil das wäre ein bisschen übertrieben. Kann man nochmal bei ihm, vielleicht können wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Ich kann mir gut sogar vorstellen, dass er wieder dass er wieder draußen sein Foto bekommt, weil es passt halt wunderschön, aber naja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie drinnen so laufen wird. Ne? Weiß ich ja jetzt noch nicht. Noch so eine kleine Camping-Kochstelle kommen. Genau. Wieder ein bisschen weiter hinter. Kochstelle hier hin. Alright. Und dann hier ein paar Büsche. Und dann sollte es ihm hoffentlich gefallen, so halb. Büsche sind... Ah, hier. Gut, also der Stein erstmal, habe ich gerade gesehen, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Habe ich es jetzt zu voll gemacht? Nee, ne? Hier hin. Dann den da hin. Und den Busch noch. Alright. Ja, so würde ich es jetzt mal nehmen. Sehr gut. Oh ja, das sieht wirklich toll aus. Vielleicht wird hier das Foto entstehen. Die Axt gibt es ja leider nicht, weil ich würde mir so eine super Holzhütte. Aber das Äußere von seiner Hütte hat mir ganz gut gefallen. Und da es ja eine Hütte sein soll, weiß ich auch schon, welche Tapete ich nehmen werde. So, das erinnert mich sehr an mein Wohnzimmer zu Hause auf Präludien. Wenn ich mir das so anschaue, aber gut. Machen wir das auf jeden Fall. Das muss hier auch noch auf jeden Fall rein. Eine Milchkanne. Warum nicht? Ein Ständer. Das hier. Küchenregal. Okay. Oh, was für eine schöne Uhr. Aber die kommt natürlich wo auch sonst hier hin. So, und dann über die Fenster würde ich sagen, machen wir auch wieder. Er ist ziemlich symmetrisch, der Typ. Er ist ja eigentlich eine Schlafmütze, deswegen vielleicht mache ich doch noch ein Bett dann hier rein. Müssen wir gleich gucken. Da gibt es, glaube ich, auch, das ist schon die beste Farbe, oder? Würde ich schon mal meinen. Ups. So.
Wir gucken erstmal, haben wir bei dir eine spezielle? Ja, nee, aber ich wollte sowieso die Blockhaus-Tapete, weil die passt. Aber wie Faust aufs Auge, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube. Nee, tatsächlich. Ich mag das, dass man die Tapeten machen kann, aber ich lasse es so, weil ich finde es so hübsch. Also es ist halt einfach ein super Setting. Dann machen wir den Zierboden aber so vielleicht. Ja, oder was ist das? Skipistenboden. Das sieht mir zu kalt aus. Nee, ich bin Fan davon. Muss ich sagen. So wie es jetzt ist. Den Kamin machen wir dann mit so einer kleinen Sitzecke wieder. Ich glaube, das haben wir schon mal so ähnlich gemacht, aber ist ja nicht so schlimm, wenn man zweimal dasselbe macht. Eine kleine Blockhütte. So, daneben noch einen. Dann hier ein bisschen Feuerholz. Die Milchkanne darf auch nicht fehlen. Hier hinten. Ah ja, ich bin gerade echt flott unterwegs. Ich muss, by the way, mal gucken. Wir haben 6x6. Ich glaube aber, dass ich das hier ganz als optimale Größe finde. Also gerade von der Länge auf jeden Fall. Breite wären dann die zwei weg. Ja, mal gucken. Ich werde es mal kurz mir angucken. Ah, Moment, dann wird wieder alles um eins, ne? Deswegen, Moment. So, glaube ich, wäre das dann, oder? Ja, wird auch passen, glaube ich. Also ja, passt mir so eigentlich. Kriegen wir heute wieder ein bisschen kleineres Haus. Und keine Sorge, wir stellen das jetzt alles noch richtig. So natürlich. Und so. Ah ja, okay. Und das muss auch alles noch ein halber Block. Nee, das kann man nicht symmetrisch hinstellen. Echt jetzt? Das ist gemein. Aber wir machen es so, damit wir auf die andere Seite noch was hinstellen können. Beziehungsweise, wenn ich es so mache. Ah ja, dann ist es ja synchron. Okay. Das heißt, wir stellen jetzt noch. Was brauchen wir noch? Sein Bild? Vielleicht. Den was zu essen wäre auch nicht schlecht. Den Campingkocher. Freut ihn, sehr gut. Oh, jetzt macht er die ganze Zeit diesen unangenehmen Sound. Das fühle ich nicht so. Den Schaukelstuhl, der kommt aber nicht da in die Ecke. Denn in die Ecke, wer hätte es gedacht, möchte ich mal wieder. Oh ja, Flaschen, ist doch cool. Und Tee, natürlich. Tee und Kaffee. Wir machen da vielleicht auf diesen kleinen Tisch gleich. Tee und Kaffee. Dann ein Kerzenset, man kennt's. In der Holzhütte in den Kerzenset. So. Passt doch aber eigentlich. Okay. Na dann, der ist jetzt hier vielleicht nicht so optimal gewählt. Wir machen jetzt nur noch hier den einen Stuhl, aber natürlich in die richtige Farbe. Ja gut, wir machen demnächst auf jeden Fall wieder ein größeres Haus. Das ist jetzt hier. Keine Ahnung, in letzter Zeit bieten sich die Häuser einfach so gut dafür an. Ah ja, hier ist so ein Minitisch, würde ich sagen. Ganz gut. So, bei Einrichtung, genau. Ja, vielleicht so ein Arbeitsschemel wieder. Die sind halt wirklich extrem klein. Aber man kann trotzdem alles draufstellen. Aber ich will eigentlich ein 2x1. Deswegen, der kommt dann dahin und hier noch ein 2x1-Tisch. Perfekt. Genau, so ein Einfachtisch. Oder machen wir den Projekttisch? Oh, der ist aber groß. Aber gut, er passt hier ganz gut rein, auch von der Farbe. Und wir machen jetzt einfach so, oder? Die Flaschen kann man sogar umgestalten? Oh, okay. Machen wir sie rosa. Mit dem hier viel. Mit dem Ding. Ein bisschen was Außergewöhnliches hier. Gut, dann haben wir hier hinten gesagt, eine kleine feine Pflanze. Ich scroll einfach runter, bis ich bei den Pflanzen bin. Da sind sie ja. Ich glaube, ich sehe hier so eine. Ja, er sieht sie auch hier. Das freut mich doch. Ah, diesen Milchkanister finde ich mega cool einfach. Wir haben jetzt Essen, wir haben zu trinken. Den lasse ich jetzt einfach hier stehen, glaube ich. Dann kann man sich zwar auf das eine nicht draufsetzen, aber ist ja nicht so dramatisch. Jetzt, bevor ich die Wand mache, ziehe ich ihn mal lieber um, sonst vergesse ich das. Sehr gut, aber ist eigentlich am besten. Und dazu die Strickmütze. Oder die? Ja, die passt besser. Alright, haben wir sonst noch was? Nee, ne? Boah, wie viel wir sie mittlerweile anziehen können. Ja, krass. Will er eine Brille? Nee, 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 absolut nicht. Okay. Oh, er ist so cute. Wirklich. Ah, ich könnte ihn theoretisch auf den. Ups. Auf den Sitz setzen, damit er sich nicht mehr wegbewegen kann.
Dann ist er hier für immer und ewig. Okay, und ich glaube, es wird, by the way, doch ein Foto von hier drinnen. Wir können ja mal beides machen und dann gucken, was uns besser gefällt. Hier drüber passt dieses Küchenset. Küchenregal. Ja, perfekt. Ui. Nee, ich würde es auch tatsächlich bei der Höhe direkt lassen. Ja, sehr gut. Denn hier passt eigentlich ganz gut. Ich gucke jetzt mal kurz, was ich bekomme, bevor ich irgendwas mir ausdenke. Ah ja, ein Teppich, klar. Ein Teppich fehlt auch noch. Ob da einer reinpasst. Mal schauen, was haben wir hier? 5x5. 4x4. 2x1, ja, 2x1 passt auf jeden Fall. 4x4 vielleicht. Mal gucken. Nee, ist nicht so meins. Aber dieser Strickding, der passt super. Denke ich. Mhm, vorm Kamin. Sehr cool. Und dann brauchen wir aber noch einen anderen. So, was haben wir denn da so zur Auswahl? Mhm, diesen. Ah ja, hier sind die. Hier sind die richtigen Größen. Wir machen den hier hin. So, ja, finde ich doch nicht schlecht. Dann haben wir so quasi zwei verschiedene Sachen. Und jetzt sind wir bei der Wanddeko. Genau, okay. Wir haben ja auch da nicht so viel, habe ich gerade gesehen. Ah ja, so ein Besen, der ist nicht schlecht, aber ich glaube, der passt eher ja, an die Wand hier. Warum nicht? Und an die hier, na, kein Notausgangsschild. Ein Mountainbike an die Wand ist eigentlich doch perfekt hier, oder? Also, wenn ich mir so eine Hütte vorstelle. Hm, ja gut, auf die Wand jetzt nicht. Ja, es muss dann tatsächlich hier bleiben. Schade, dass man es nicht umdrehen kann. Rot. Ah ne, wisst ihr was, wir haben jetzt schon ein bisschen Pink hier benutzt, dann mache ich hier auch das weiter. Hier stelle ich mir irgendwie so ein Gemälde vor, so ein großes. Ist das ein großes? Das ist ein großes, sehr gut. Alright, und ein kleines Willkommensschild. Vielleicht hier beim Essen. So, perfekt. Jetzt gucken wir mal, es ist nicht mehr nötig, aber vielleicht, ah ja, ein bisschen Pflanzen. Da sind die Pflanzen. Oh, okay. Vielleicht hat er sich erschreckt, vielleicht findet er es mega schön. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. So vielleicht, direkt übereinander. Ja, und dann passt es doch auch soweit mit der Wandgestaltung. Na Moment, Kleinigkeit noch. Kann ich den... Also ich könnte es auch hier hinhängen. Passt mir, glaube ich, besser. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier drinnen ein Foto. Kann ich mit dir reden? Jo, wie geht's denn so? Ich habe, by the way, schon wieder vergessen, wie ich ihn... Ah, ich glaube, ich habe ihn so richtig komisch gesprochen. So. Oh, fein, alles fertig. Du hast wirklich dein Allerbestes gegeben, Hirschl. Oh, ich liebe auch seinen Kürzel. Ah, mega cool. Ich finde cool, dass wir jetzt einen kleinen Hirsch sein neues Ferienhäuschen geben konnten. Eine kleine Berghütte. Oh, die Skier passen sogar zu den Flaschen so halb. Das freut mich doch. Okay, bis jetzt leider nichts Gutes dabei. Ah, das bin ich. Ach, natürlich macht er seine Augen zu. Oh mein Gott, ein Sandwich. Wie cool. Oh, und er steht auch immer so schön auf seine Nase. Das ist so cute. Einfach nur Erik ist wirklich ein mega cuter. Könnte ich mir auch richtig gut auf meiner Insel tatsächlich vorstellen. Aber ich wechsle ja jetzt keine Bewohner mehr. Ansonsten hätte ich ihn gerne eingeladen. Oh, ich habe gerade gesehen, dass ein Reifen des Fahrrads in der Kerze ist. Das ist eher suboptimal, aber hey. Naja, ist ja nicht so schlimm. Dankeschön. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ein Snack oder so? Darf ich ein paar Fotos machen? Okay, ich schieße ein paar. Alright, dann weiß ich ja, was ich tun muss. Ich habe mir als erstes überlegt... Moment. Ah, das war falsch. Dass ich mich in sein Outfit mal kurz reinmache. Partnerlook. Okay, die Hose ist halt weird, aber... Naja. Aber meine Tasche bleibt trotzdem. Das ist eine ganz wilde Kombo. Ah ja, ich kann mich umziehen. Na sehr gut, dann hoffe ich doch mal, dass ich hier drauf bleibe. Ah, wir haben so eine krasse Winterhose. Wahrscheinlich ist die auch deshalb so ein bisschen da. Gibt es die in Blau? Ja, die gibt es in Blau. Sehr cool. Und dann noch die passenden Schuhe. Oh, schönes Outfit. So, dann sind wir doch mal Besuch beim guten Erik. So, setzen wir uns nur richtig hin. Also ihn, wie gesagt, hier. Ich habe ja vorher schon eine Kameraposition gefunden. Und wenn es mir dann nicht passt, wie es wird, dann ist das ja auch in Ordnung. Oh Gott, ich habe den Arm hier eingesperrt.
Ja, so würde ich es tatsächlich machen von der Kameraperspektive her. Ich muss da ja leider immer extra rausgehen. Ah ja, ich kann ja leider. Muss ich ein bisschen rauszoomen. So. Nee, ich muss weg. Ah, falsch. So. Ups. Kann ich auch machen. Moment, dass ich eine Emotion mache? Ja. Okay, das geht. Okay, da muss ich mich bloß beeilen. Erstmal Hilfe aus. So. Okay, wir machen noch mit einer anderen Emotion. Wie wäre es denn mit Liebe? So. Jetzt haben wir zwei Schöne hier. Und jetzt gehen wir draußen noch ein kleines Fotoshooting machen. Komm mit. Ich habe jetzt nur das hinbekommen, finde es aber nicht so gut. Und jetzt wird mein altes überschrieben. Deswegen werde ich das jetzt nochmal nachholen und das dann auch nehmen. So. Und da wird es auch schon hochgeladen. Die gute Berghütte. Und ich finde das Foto wirklich schön. Oh, du bist bestimmt ganz doll fertig. Kann ich gut verstehen. Na gut, dann besuch mich bald, gell? Na klar, du wirst da jetzt für immer hocken. Es tut mir mega leid, aber ich konnte ihn sonst nicht anders unterbringen. So. Guten Tag, liebe. Deinen Namen vergessen, Carlotta. Willkommen zurück. Ich hoffe, alles ist gut gelaufen. Und wie immer bekommst du. Oh, die reingängt. Eine echte Planer-Koryphäe. Du bist auf dem besten Weg, dir in unserer Branche einen Namen zu machen. Immer weiter so. Deine Gehaltserhöhung mit einer wird eingerichtet. Du hast nun 12.000 Pockys verdient. Na, vielen Dank, sag ich da. Heißt, wir verdienen jetzt immer 12.000. Oh yeah. Ich bin ein Planer-Koryphäe. Alles läuft wie geplant. Oh, da fällt mir ein. Unsere Auswahl an Uniformen wurde erweitert. Also sieh ruhig mal im Spind nach. Und fühlt sich gleich beschwingter und so. Wähle einfach was aus, was deiner Meinung nach zu deiner Stimmung passt. Okay. Dann würde ich sagen, das schauen wir uns noch ganz kurz an. Bis diese Folge zu Ende ist. Wir sind ziemlich schnell heute gewesen. Wahrscheinlich, weil das Haus wieder mal recht klein war. So. Wir wollen unsere Uniform bearbeiten. Wie schaut denn das neue Premium-Outfit aus? Ah ja, okay. Eine Winterjacke. Und das komplette Gegenteil davon. Ich denke mal, ich werde jetzt tatsächlich das Kleid anziehen. Ah, okay, das geht nicht. Dann die Winterjacke. Ja, ziehen wir die mal eine Zeit lang an. Jetzt gehen wir immer, auch wenn wir Sommerbesuche machen, in Winterjacke mit Winterhose. Ich glaube, ich ziehe hier diesen. Nee, ich finde es eigentlich hübsch so. Sorry, aber der Hut wird jetzt für immer bleiben. Oder gibt es da auch was Neues? Nee, das wäre ja oben. Das auch nicht. Das auch nicht. Und die Schuhe bleiben, glaube ich, jetzt auch für immer. Weil die sind einfach mega cool. Gut, doch die Tasche. Ich würde sagen, wir ziehen wieder. Nee, wir ziehen gar nichts an, oder? Oh, was ist das denn? Ein Schulranzen. Okay, ja. Wir ziehen noch einen roten Schulranzen an. Das ist unser neues Arbeitsoutfit. Fette Winterjacke, fette Winterhose und Sandalen, so ungefähr. Ah, keine Ahnung, wie die heißen. Gut, vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns in der neuen Folge von Happy Home Paradise wieder. Bis dorthin, habt einen schönen Tag und bis dorthin. Ciao.